Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Und ja, ich wollte euch jetzt auch nochmal auf der Pico 4 Arizona Sunshine 2 zeigen. Ich habe ja bereits PC-VR-Version gezeigt und die Quest 3-Version. Und jetzt schauen wir uns wirklich mal die Pico 4-Version an. Es ist ein bisschen später erschienen jetzt. Warum, wieso, weshalb, weiß ich nicht. Ich denke mal, dass noch Anpassungen gemacht werden mussten. Und ja, mir fällt auf, dass hier, wenn ich hier die Stromleitung so anschaue, dass so ein bisschen Kantenflimmern da ist. Und das hat sich bei PC, VR und bei der Quest nicht so arg. Aber ansonsten sieht es auch gar nicht so schlecht aus für eine Standalone-Version. Also mein Favorit ist definitiv die PC, VR-Version. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Wie bei allen anderen Gameplays auch schon, kann man sich hier den Gürtel enger schnallen, sage ich einfach mal. Und kalibrieren, wo die Slots sind für die Waffen, für die Munition. Und ja, das ist bei Teil 1 ja eigentlich auch schon so. Und dann gehen wir in den Kampagnenmodus rein, Einzelspieler und ein neues Spiel. Und ich zeige euch jetzt einfach mal ein bisschen was vom Gameplay hier, nicht zu viel. Und ja, dass ihr euch ein Bild machen könnt, wie sieht die Pico 4 Version denn überhaupt aus. I really tied one on last night. Oh, oh my head. Oh. All right. I put a cigarette out in that one. There's keine Zigarette drin, der lügt. Oh, it smells like hot burps in here. I need some air. Oh, right. I pissed in that one. So, auf jeden Fall möchte ich jetzt nicht viel Gameplay zeigen oder nicht viel von der Story. Einfach ein bisschen spielen, mal so 20 Minuten. Und dann werde ich das auch beenden, so dass ihr euch ein bisschen, ja, ein bisschen mal ein Gefühl habt, wie die Pico 4-Version denn aussieht. Und ich werde auf jeden Fall die Story noch weiterspielen mit dem PC-VR-Version. Und ja, da habe ich ja irgendwann gestoppt und da werde ich auch weiterspielen. Eventuell im Livestream muss ich mal schauen. Aber ja, jetzt wollte ich euch erstmal das hier zeigen. Okay, ich habe jetzt noch Teleport aktiv. Das ist mir gar nicht eben so aufgefallen. Jetzt werde ich das aber mal ändern. So, sitzender Modus, Bewegung. Da sind wir doch. Ja. Gleiten, sofort. Verblassen, schnelle Bewegung machen wir einfach mal. Kopf ist gut und so weiter und so fort. Das passt. So, ich bin schlecht vorbereitet, merke ich. So. I don't even want to think about how long it's been since I took a bath. So, Munition haben wir gefunden. Ne, Metall. Ihr könnt hier auch sehr gut looten. Solltet ihr auch machen. Oh, sure. Keys in the fridge. I guess that made sense after 50 beers. Wir haben hier Slots. 1, 2 und da können wir nachher ja, Macheten, Messer, Granaten und so weiter hier reinpacken. Jetzt habe ich hier einen Slot auch für den Schlüssel. Könnt ihr den da reinpacken. Wir können auch rauchen. Das braucht er hier, ne? In so einer Apokalypse ist das auch nicht so einfach. Ohne Kippen. So, jetzt gehen wir aber mal raus. Na. Hey Fred, fancy seeing you. Hi. Der wollte noch Hallo sagen. Hier, ich gebe dir noch ein Bier. So, wer diese Spielereihe nicht kennt, wir haben hier Energie. Das ist Essen. Und schon haben wir 100. Die Würstel haben wir auch hier, ne? Er will nicht mehr essen. Haben wir denn hier auch so? Na, guck mal, das geht auch. Hätte ich jetzt nicht erwartet. So, jetzt haben wir hier die Waffen. Also grafisch muss man hier natürlich
Abstriche machen. Aber es sieht trotzdem gut aus. Einzig, was ein bisschen stört, ist wirklich das Kantenflimmern, dass ich jetzt um den Zombie auch rumsehe. Baller mal einen weg. I got a gun. Maybe it's time I tried the direct approach, huh? What's that, Fred? You think I can't hit those targets from here? Oh, sure, Fred. Walk away. Da kommt der Heli. Holy shit! Hey! Hey! Over here! Hey! Down here! Oh. Hey! Freddy! Fuck! Oh! I gotta get over there! I gotta get over there! Bisher muss ich auch sagen, es läuft sehr, sehr stabil, also und flüssig. Ich habe jetzt keine Probleme. So, wir looten jetzt mal ein bisschen hier noch. Wenn wir Munition oder sowas finden. Na komm. So, die können wir hier auch schön bewegen. Kann man vielleicht auch als Waffe benutzen. So, da haben wir schon die ersten Feinde. Na komm. Try to stop me, Fred. That chopper's got my name on it. So sehr abgeklärt hier. Okay, gehen wir mal weiter. Mal hier kurz rein. So. It's funny what we used to care about. Celebrity Feedpicks, ne? Also man findet immer wieder so Sachen, wo der ein bisschen was erzählt und das ist irgendwie auch in der Folge dann auch eingearbeitet. Jetzt haben wir hier noch eine Pistole gefunden. Bier kann man aber nicht öffnen. So. Metall. Also man kann nachher wirklich Sachen auch bauen. Man muss die Sachen halt looten. Ne, Alkohol haben wir jetzt gefunden, ist noch Munition, Metall findet man und da kann man halt Molotow-Cocktails bauen, Granaten bauen und so weiter. Und die machen echt Spaß, die Sachen. Also für eine Pico Standalone-Version, ich habe ja jetzt wirklich PC-VR getestet, Quest 3 getestet, aber für eine Pico Standalone-Version muss ich sagen, ist das vollkommen in Ordnung. Die gefällt mir ein bisschen besser, weil die neuer ist. So. Getting up to that chopper, friend. You better believe it. Wo ist die zweite Waffe jetzt? Oh. Move, Freddy! I'm saving them. Freddy, leave him alone up there! Na komm, da haben wir unsere zweite Waffe. So, jetzt gehen wir hier hoch. Haben wir den hier auch? Ja, man sieht natürlich die Texturen, die sehen noch schlechter aus als bei der Quest 3. Aber wir spielen hier Standalone, Pico. Oder Quest 2 Niveau, ne? Da muss man halt Abstriche machen. So, immer sowas aufsammeln, wenn ihr sowas habt. Ich finde cool, dass solche Spiele überhaupt den Weg hier noch auf die Pico und Quest 2 finden.
Hätte man jetzt nicht abknallen müssen, habe ich aber einfach mal gemacht. Und die sehen jetzt irgendwie dunkel aus, als ob die verbrannt wären. Ist vielleicht auch, um Grafik zu Speicherplatz zu sparen, ne? Was Grafik angeht. Okay, hier finden wir unsere erste Machete. So, die gehen kaputt, die Dinger. No, Freddy! Fucking you fucking asshole! Don't, no, fuck! Okay. I just want one human being, Fred. Is that too much to ask for? Just one fucking human being. One. Haust du ab? Is it too much to ask Schön splattern for you, hier. Selfish fuck, Freddy. Die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Not bad, huh? Gucken wir uns die noch ein bisschen an, bevor die angreifen. Von der Textur her, ja, alles sehr, sehr flach und sehr matschig halt, ne? Wenn man da, ihr könnt gerne die Playlist anschauen, Quest 3 und PC. Da seht ihr wie beim PC, wie geil das aussieht von den Texturen her, von den Gesichtern. Nehmen wir uns hier mal so einen Kollegen. Aber cool, dass das auch geht. Aber ansonsten, ja, irgendwo muss man sparen, ne? Ist aber vollkommen in Ordnung, hoffentlich. So, sammeln wir uns die beiden ein. Also bisher muss ich sagen, für Pico 4 User, die nichts anderes haben, definitiv ein Must-Have-Titel. Are looking for Freddy number one, patient zero. Das ist unser erster Auftrag. Wir müssen zur Tankstelle und Patient Null finden. If I find patient zero first, then they'll find me. Da ist unser Buddy Butkus. Hey. Mal gucken, wie der jetzt aussieht, der Kollege. Hey. Wow. Na, komm her. Komm raus. Ja, du bist. Er ist unser treuer Freund und. Na komm. Ja, komm. How about this? Hm? You wanna play fetch? Go get it. Jetzt gucken wir uns den mal gleich an. Komm. Ja, fein. Komm. Ja. Nice work, buddy. Man kann ihn auch sowas hier holen lassen. So, jetzt schauen wir uns den mal ganz kurz an. Also. Okay, so. Your dead friend there. Sounds like he was looking for patient zero. So, I figure if we find them first, then the military are gonna come find us. Beim Fell sieht man halt auch ganz klar, dass hier gespart wird, aber das ist bei der Quest 3 Version schon so. Und bei PC VR sieht das dann auch noch mal um einiges besser aus. Aber man kann halt auch nicht PC VR mit Standalone vergleichen. Das macht keinen Sinn. So, passt immer auf, dass ihr sowas auch mitnehmt. Ganz wichtig. Da kommen sie. Und jetzt könnt ihr den Kollegen hier auf die Zombies hetzen, ihm Befehle geben. Und der kann einem echt den Arsch retten.
Also entweder man lässt den komplett zerfetzen oder einfach nur zu Boden ringen und dann gibt man den Kopfschuss und dann ist auch direkt vorbei. So. Buddy kann hier mal greifen. Der ist direkt weg. So. Schaut doch mal hier. Hier haben wir noch was Schönes. Oh, who's a good boy? Kann man gleich direkt mal nutzen. Komm. Get him, boy. So, pack mal die mal weg. There's a good boy. Das macht schon Spaß. Mit dem Hund und so, das... What a good dog. Das haben sie richtig gut gemacht, muss man sagen. Sick and boy. So, hier auch wieder looten. Da liegt ein Schlüssel, den müssen wir haben. Man kann ihm Befehle geben, dass er was holen soll. Das macht er jetzt mal. Blood Bleach. Na komm. Ja. Oh. Oh. Hat du fein gemacht. Nice to meet you. I'm using this Guzzle Corp decontamination. Come on, buddy. Let's go find patient zero. But not limited to. So it's chronic nausea, fainting, loss of appetite, loss of eyesight, various tumors, extreme penis reduction. Penis Reduction, darauf, ne, das war das Wichtigste, dass sie das hier eingebaut haben. Nebenwirkungen von dieser Kammer, Penis Reduction. So, jetzt sind wir in der Kammer hier. Das ist der Kollege. Zieh. Ja, auch. Jetzt sind wir wieder sauber, ne? Batkes. Okay. This way to the gas station. Let's find patient zero. So, das Besondere ist an Batkes, dass man ihm eine Waffe geben kann. Stop, fuzzy boy. Na komm. Na komm. So, dann können wir die hier neben uns. Kopf weggeballert. So, bevor die uns in den Rücken fallen, ne? So, was anderes kann man hier nicht nehmen? Okay. Taschenlampe geht immer automatisch an. Braucht ihr euch nicht darum zu kümmern. You smell something? Hey, Fred, am I disturbing you? Na komm. Whoa. Buddy, attack. Oh, ich hatte irgendwie im Gefühl, dass der um die Ecke steht, aber das habe ich schon verdrängt. So, jetzt haben wir hier Kisten. Könnt ihr Munition sammeln. Den lassen wir jetzt mal ein bisschen noch quieken. Hier ist nichts drin. Hier wieder Kleber. Hier ist Pizza. Ne, falls ihr Pizza wollt. Gut. Sieht nochmal auch schöner aus. Das sieht so ein bisschen aus wie Gummiplastik, aber wir essen ja einfach mal, ne? That is pungent. Oh, this is my kind of garbage. It's right here. So, jetzt kommt wieder die Kippe. Manchmal sagt er dann immer was dazu. Genau. So, ansonsten haben wir hier nichts. Stühle kann man auch bewegen. Hier haben wir auch.
auch noch was zum, oder? Nee, doch nicht. Der geht nicht auf. You think there's something behind there, buddy? So. Endlich wieder. Schöne Sonne. Bark twice if you know how to fly a 737. Genau. Active little guy, ain't ya? How's the view up there? Hey, Fred, can you give us a ride? Good dog. Step so, on it, Freddy. Den brauchen wir. Come on, bud, step on it. Und jetzt geht's gleich hier rund. Shit. That's a whole lot of Freds. What's that, boy? You want me to come up there and see what's blocking us? So. Uh-oh. That's not good. Nothing to see here, Freddy's. Go about your business. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis die anderen kommen. Das ist halt auch lohnen, ne? Hey, make sure you drive straight, Fred. No falling asleep with the wheel down there. So, alles andere können wir jetzt erstmal so lassen. Hey, don't mind us, Freddy's just passing through. Wir haben wir hier noch, ne? Das Küchenbeil. You doing okay, buddy? Es läuft echt flüssig. Ich hatte jetzt keine Mikrorucke oder sonst was, weil ich so das mitbekommen hätte. Ja, du brauchst keine Angst haben. Ich bin bei dir. Ja, wie gesagt, das Einzige, was man hier bemängeln kann, ist dieses Kantenflimmern, was man immer überall mal sieht. Aber nur, wenn man wirklich irgendwo hinschaut, wo was weit weg ist. So. Dann. Okay, buddy. Patient Zero should be at the gas station, but we gotta go through here. Be careful. Das kann man hier auch mal. Go bite him! Hey, that's nasty! So, mal schauen, was hier alles aufsteht. So, da ist auch noch einer. Bloß nichts vergessen hier, was uns in den Rücken fallen könnte. Na du! So, da ist noch was. Attack! Und den holen wir uns auch noch, oder? That's nasty. Good boy. So, Kapitänsmütze. Ne? Müssen wir haben. Jetzt gehen wir mal weiter. Man kann hier jetzt noch Toiletten looten oder so, das machen wir jetzt nicht. Frauen- und Männertoilette. Divers haben sie hier noch nicht eingebaut. So, die zieht er ab, auf jeden Fall. Was? Komm. Ich dachte gerade, hinter mir ist irgendwas. You don't come back from that. Good dog, buddy. Warte, aber... Ach, da ist noch einer, okay. Versuchst du mal zu kriegen hier. So, okay. So, der. Am besten. Ihr lasst immer Butkus den mit den Helm nehmen. Und ihr nehmt den die ohne Helm. Dann wird es ein bisschen einfacher. Okay, da kommen wir gleich zu. Ach, da kommt noch was. Hartges. Bite him. Hol dir, der fiese Zombie. So, okay. Hier mussten wir irgendwas noch finden, glaube ich. Ich glaube, nee, das war nebenan. Genau, da war das.
Und diese Szene, das habe ich auch schon in der PC-VR-Version gesagt, die habe ich mit der Pico 4 gespielt über Virtual Desktop. Die dunklen Szenen sind nicht die Stärke der Pico. Ganz klar. This reminds me of the time I almost got out of here. This guy in a chopper, he picked me up, right? And I'm hanging off a rope ladder. So jetzt haben wir einen Schlüssel hier. Das könnt ihr hier auch nochmal aufmachen. But I don't know that he's already been bitten, so he turns into a Freddy before I can even get into the cockpit and we splash down, I crawl out, walk back home. So jetzt haben wir den hier. Hey, don't lock your doors unless you want me to find the key and unlock them. There we go. Mach mir gar keine Sorgen zu machen. Buddy, tell me you saw that headshot. So. Ja, hier haben wir jetzt noch Brechstange, die fand ich als Waffe nicht wirklich gut. Also die ist jetzt nicht so gut wie in Half-Life. So, nehmen wir trotzdem mal mit. Hier konnte man jetzt eine Uzi finden. And the bullets will come out of this real fast. So. Jetzt hatte ich ein paar Vorbereitungen getroffen beim letzten Mal. Aber ist egal. Komm, ich mach jetzt einfach auf. Stay close, buddy. I got you. You almost got me there. Sick 'em, boy. Da muss man echt sehr oft nachladen. Ansonsten war die jetzt gar nicht so schlecht. Sollen wir mal schnell die Munition da holen, bevor es weitergeht? Pistole brauche ich jetzt nicht, ich nehme erstmal die hier. Da ist hier mal ein Schlachtfeld. Boah, diese Puppen, ey. Better luck next time, Fred. You gotta follow the exit signs, bud. Get him! Da war eine Machete, da sitzt noch einer. Boah, ich hab schon zu lange gebraucht hier. Good job, buddy! Das ist auf jeden Fall ein guter Hund. Der hat alles im Griff. So, hier müssen wir gleich durch. Boom. So, jetzt war hier die Tür. Die Tür war versperrt, wir haben hier keinen Strom. Jetzt müssen wir ihm sagen, er soll den hier ein bisschen wegziehen. Move that Freddy. Na, guck mal. What a team. Good dog. There we go. So. All right, now we got power. Let open that door. So, da ist auch noch Agua oder Alkohol. Alkohol, okay. So, hier kann man jetzt einiges looten. Und hier ist unsere Crafting-Station. Ja, yeah, okay. I got enough parts for this. So, da muss man die so zusammen und schon hat man eine Granate. Auch ganz wichtig. So, und die sind auch cool. Good
Goodness gracious, great balls of fire. Zeige ich euch gleich mal ganz kurz. So. Ja, und jetzt kann man hier halt noch looten, was das Zeug hält. Dann kann ich euch gleich mal ganz kurz zeigen. Komm, das probieren wir jetzt nochmal. So. Yeah, okay. I got enough parts for this. Schade, okay. Ja, guck mal, wie schnell die Waffen abnutzen. Das ist schade. Hier hätte ich mir sowas noch gewünscht, dass man die so ein bisschen verbessern kann. An einer Werkbank oder so. Schärfer. Gut, es muss jetzt nicht sein, dass wie bei Dead Island, dass man hier eine Batterie dran macht und dann hat man einen Elektroschocker oder sowas. Muss das nicht mal sein. Aber ein bisschen verschärfen, verstärken, das wäre ganz cool gewesen. So. Jetzt brauchen wir eine Granate. Haben wir denn dafür genug Teile? Okay. I got enough parts for this. Ach, guck mal. Okay, dann nehmen wir die jetzt. Die Molotovs sind echt verdammt gut. So. So, jetzt kommt hier eine ganze Horde von Freds. Und die haben wir so relativ schnell auch kaputt. Hi. Alle verkohlt. Airport Security just ain't the same without some TSA guy gently pressing my penis with the back of his hand. So, hier gibt es jetzt noch eine Axt. Das zeige ich euch ganz kurz, wie es hier sitzt. Richtig abgeht. Aber ich habe jetzt noch einen Molotow. Ne? Den sollten wir auch gleich nutzen. Genau. Okay. Jetzt geht's nämlich los. Damn, I forgot about my Prince Albert. Oh, damn! Goodbye, Fred! Go get him, boy! So, schnell, schnell weg! Na komm! Get him, boy. So, ich hätte mich besser vorbereiten müssen. Das ist Fakt. Who's a good little dog? So, ein bisschen weg. Ich hätte den Molotow-Cocktail natürlich ein bisschen besser behalten müssen. So, ganz erster kleiner Haken, dass ein bisschen anfängt zu, ja, nicht zu stottern, aber ganz kurz einen kleinen Freeze gehabt. Oh, jetzt kommen da auch noch welche. Na komm. Officer. There's a joke here about like an open and shut case or something, but I'm still a little fast. What, like you needed that brain? Thinking, it's so weird what being alone does to you. Like,
So. Die Szene zeige ich euch jetzt noch kurz und dann hören wir auch auf hier. You're so lucky, buddy. Living with that chopper pilot, you probably get to smell farts whenever you wanted. Viele Munition haben wir nicht mehr. So, jetzt sind wir im Erdgeschoss. Und hier sind die ganzen... Also die sind überall draußen, wie man sieht. Ne? Das finde ich schon cool gemacht. Hat auf jeden Fall was. Und ja, hier muss man jetzt leise sein, durchsneaken. Könnt ihr euch gerne in meiner Playlist anschauen. Habe ich hier durchgespielt. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich natürlich mich freuen. Oder ja, mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Abo-Button wäre echt nice, wenn ihr den drücken würdet, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Dass ihr weiterhin solche Videos hier seht. Und ja, für alle Leute da draußen, die nur die Pico haben, kein PC oder sonst was, holt euch das Game ruhig. Ich kann es empfehlen, es macht Spaß, es läuft auch rund. Das, was ihr hier seht, seht ihr auch in der VR-Welt. Und ja, wer natürlich was Besseres haben will, muss PC VR kaufen und dann via Virtual Desktop spielen oder mit einer anderen Brille. Aber wer nur die Pico 4 zur Verfügung hat, ist hier echt gut aufgestellt und kann ein geiles Zombie-Game zocken. Ja, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.